Hallo zum Video über die Fourier-Transformation, die ich in diesem Video als Überlagerung von Wellen interpretieren möchte. Wir beginnen mit einer Fourier-Reihe, hier in der Form, wie Sie wahrscheinlich alle kennen. Wir haben vorne einen konstanten Anteil, der die Funktion rauf und runter schiebt. Hinten sind Sinus und Cosinus, jeweils mit der Frequenz k Omega, und k läuft von 1 bis unendlich. Omega hängt hierbei mit der Periodenlänge zusammen. Ja, und wir haben die Amplituden AK und BK jeweils für Sinus und für Cosinus. Dazu ein Beispiel. Ich betrachte den Rechteckimpuls und wenn ich den entwickle, dann sieht das so aus. Es kommen nur Sinusterme vor, es gibt keinen konstanten Anteil, keine Cosinusterme und es kommen nur ungerade Frequenzen vor, also K ist 1, 3, 5 und so weiter. Dazu habe ich eine Animation gemacht. Wie sieht die aus oder was sehen wir in der Animation? Oben ist die jeweils aktuelle Sinusfunktion, abhängig von k, also in diesem Beispiel jetzt hier k gleich 5, mit der jeweils passenden Amplitude bk. Und unten überlagere ich das Ganze. In dunkelblau sieht man den Rechteckimpuls und darüber sehe ich dann jeweils die Summe, also erst den ersten Term, dann kommt 3 dazu, dann kommt 5 dazu und so weiter. Und man sieht, dass die Fourier-Reihe eine Überlagerung eben von diesen Schwingungen ist und je mehr Schwingungen ich dazu nehme, desto besser kriege ich meinen Rechteckimpuls. Schauen wir uns das Ganze an. Hier sehen wir 1, 3 und so weiter. Bitte beachten Sie, dass die Amplitude oben sich verändert. Müssen Sie auf die Skala achten. Ja, und unten die Überlagerung gibt immer mehr die Fourier-Reihe. Ich bin hier bis 25 gegangen. Praktischer, aber bei Studierenden unbeliebter, ist die Fourier-Reihe im Komplexen. Was macht man da? Man ersetzt quasi Sinus und Cosinus durch e hoch ik Omega t und jetzt summiert man von minus unendlich bis plus unendlich über alle ganzen Zahlen. Außerdem kriegt man vorne neuen Koeffizienten ck, der ist jetzt komplexwertig. Den kann ich aber berechnen aus meinen alten Koeffizienten. Na, hier zum Beispiel für unseren Rechteckimpuls wären das die bks. So, wenn wir uns Fourier-Reihen anschauen, dann ist das Problem bei Fourier-Reihenentwicklung, dass sie nur bei periodischen Funktionen funktionieren. Und ein Ausweg, wenn ich eine Fourier-Entwicklung quasi auch für nicht-periodische Funktionen machen will, ist die Fourier-Transformation. Gehen wir also über zur Fourier-Transformation. Hier ist nochmal die Reihe im Komplexen und ich schreibe die ein bisschen anders, indem ich k durch p durch h quer ersetze. Außerdem habe ich die Koeffizienten oder die Amplituden ck ersetzt durch f Dach von p und wir summieren jetzt natürlich über p. Wenn ich mir das anschaue, dann sieht man, dass hinten e hoch i px ist eine ebene Welle. Ich überlagere also verschiedene ebene Wellen. Hier ist jetzt die Fourier-Transformation zum Vergleich und es sieht vollkommen analog aus. Auch hier steht hinten e hoch i px durch h quer. Auch das ist eine Überlagerung von ebenen Wellen. Allerdings, wenn wir uns vorne die Amplitude anschauen, dann ist aus f Dach Index p eine Funktion f Dach von p geworden. Und die Summation geht über in eine Integration. Was bedeutet das? Naja, oben bei der Fourier-Reihe nehme ich unendlich viele, aber diskrete Frequenzwerte mit und summiere die auf. Also von minus unendlich bis plus unendlich, aber nur Werte minus 10, minus 9, minus 8 und so weiter, 5, 6, 7, diskret. Unten summiere ich, also integriere ich quasi von minus unendlich bis plus unendlich, aber alle Werte. Das heißt nicht nur diskret minus 10, minus 9, minus 8, sondern auch alle Zwischenwerte. Halbe, Drittel, Siebtel, Wurzeln, alles was mit Pi zu tun hat und so weiter. Ich nehme alle reellen Zahlen mit. Ja, und dieser kleine Trick bewirkt, dass wir jetzt auch nicht-periodische Funktionen entwickeln können. Um zu demonstrieren, dass und wie das Ganze funktioniert, nehme ich jetzt als Beispiel mal die Gaußsche Glockenkurve und will die als Fourier-Transformation darstellen, das heißt als Überlagerung von ebenen Wellen. Jetzt muss ich mich korrigieren, denn eine Fourier-Transformation kann ich ja gar nicht machen, da muss ich ja integrieren. Ich nehme eine Überlagerung von endlich vielen Wellen, das heißt hier ist eine Summe. Ich überlagere konkret p's von minus 3,5 bis 3,5. Die Schrittweite ist 0,25. Das heißt, das sind zwar endlich viele und diskrete, aber ich nehme auch Zwischenschritte. Ja, ich nehme zum Beispiel minus 3,5 und nicht nur die ganzen Zahlen. Die Amplitude ist eine Funktion
Und passend zur Glockenkurve hat die auch die Form einer Glockenkurve, nämlich e hoch minus p Quadrat halbe und normiert mit 1 durch Wurzel 2 pi. Dazu habe ich wieder eine Animation gemacht. Man sieht oben jetzt die ebene Welle, die gerade überlagert wird, also das e hoch i px mit der entsprechenden Amplitude. In diesem Fall ist p gleich 2 und die Amplitude ergibt sich aus der mittleren Kurve. Das ist nämlich die Amplitudenfunktion, die ich abfahre. Also von links minus 3,5 bis rechts 3,5. Wir stehen hier jetzt beim Wert 2 und können dann ablesen, wie die Amplitude der ebenen Welle oben ist. Unten ist dann die Überlagerung, das heißt, ich nehme alle ebene Wellen, die ich oben darstelle und summiere die. Und man sieht, dass dann unten eben die Glockenkurve entsteht. Schauen wir uns das in der Animation an. Hier, wir starten bei minus 3,5 und erhöhen das jeweils. Man sieht, dass die Amplitude sich jeweils verändert, eben wo der Kreis unten bei der Amplitudenfunktion ist. Und unten entsteht langsam die Glockenkurve. Jetzt sind wir bei der Konstanten, auch die ist dabei. Jetzt sind wir bei den positiven p-Werten. Die Amplitude nimmt zu und nimmt jetzt wieder ab. Und unten haben wir unsere Glockenkurve.